Hierin eine Ehrenflöte und will sie zuerst mal registrieren. Da muss ich sie nicht wieder auswählen. Denn mit der Ehrenflöte kann man ja auch fliegen, ne? Yippie! Wieder in die höhen Lüfte hinauf! Yeah! Natürlich mit Mega Latios! So, whoops! Wo ist er schnell? Gar nicht gewohnt. Dann schaue ich mal an, welches Level die Trainer drin sind. Und davon werde ich mich dann justieren, welches Level ich mich levele. Und tschüss, Latios! War schön mit dir. Mal sehen. Bin schon neugierig. EP-Teil ist noch an. Das heißt, alle Pokémon, die ich dabei habe, erhalten Erfahrungspunkte. Keines Pokémon kann fliegen, darum nehme ich das die Eonflöte. Wo ich die Eon-Ticket mal kriegen werde, mal sehen. Gut, schauen wir mal in die letzte Arena. Wir kommen in der Arena von Xenoroville, Leute! So, ich weiß, es ist eine Wasserarena und wow, sieht das geil aus, Leute. Und dann sieht es aus, Harry. Auf weg zum Champion. Vasile, der Rennleiter von Xenoroville, ist ein Meister aus dem Gebiet der Wasser-Pokémon. Wer zu ihm gelangen möchte, wird auf gefrorenem Boden ins Rutschen kommen. Und ich hätte noch einen nützlichen Tipp für dich. Aber du musst mir versprechen, das nicht gleich an die große Glocke zu hängen. Versuch den Weg zu bahnen, ohne die zugefrorenen und recht spröden Bodenplatten dabei mehr als einmal zu betreten. Darin besteht nämlich die Konsequenz. Okay. Also, weil ich weiß, waren da immer Trainer. Da schaue ich mal hin. Ja! Ja, ein Trainer. Und ich muss sagen, das sieht hier cool aus, das Wasser. Okay, nehme ich dich mal. Ich werde dich beibringen, dass Kämpfe kein Zuckerlecker sind. Ich richte mich mal nach dir, Dame. Welches Level bist du denn? Francesca mit einem Alabes. Ein Alabes. Ala, Ala. Und Mire, komm raus. Level 43? Oh, da muss ich aufpassen. Das heißt, diesen Part wird wohl die Arena gemacht mit einem einzigen wirklich guten Pokémon. Die restlichen 5 Pokémon sind zurzeit nicht zu gebrauchen. Mondstein Level 2, leider. Mondstein Level 3, Mondstein Level 4, Level 5 und das geht jetzt dahin. Hypnose? Nein, so ungenau nach meinem Geschmack. Level 6, 7, Schlafpuder? Okay, aber Hypnose? Nicht so meins. Das geht hier dahin. Trainieren auf Routen? Bewertet Giftschweif. Ja, statt Giftstachel für dich, Semper. Auf jeden Fall. Giftschweif ist eine coole Giftattacke. Physisch. So, und auch für James, mein Arbok, das ich habe, wird gelevelt ohne Ende. Giftstachel. Lass mal sehen, das kannst du. Ich habe ihm mal Felskampf und Erdbeben per TM beigebracht. Einfach mal so. Das Wicke. Weil für Rettern ist Erdbeben eine interessante Attacke. Und Felsgrab, weil es so langsam ist, habe ich gedacht, ja, hau mal rein. Ich weiß jetzt nicht, ob Rettern ein physischer oder Spezialangreifer ist. Ich habe es noch nie selber benutzt, darum weiß ich soweit noch nicht. Biss! Ja, statt Silberblick mal reingepfiffen. So. Das heißt, James müsste irgendwann mal auch Knirscher lernen. Und Raxus, ja, du bist auch dabei. Yay! Das Voltilam! Yay! Donnerwelle! Level 5! 6! Das geht dahin! Das geht dahin! 8! 9? Nein, Donnerschock will er lernen. Ja, statt Heuler. Agilität lasse ich auf jeden Fall drin. Für Voltilam ist das eine richtig coole Attacke. Ich kann es nur jedem empfehlen, ein Voltilam mit Agilität zu machen. Das ist böse. Baumwollsaat. Nein, du hast schon Agilität, da brauchst du das nicht. Na schön. Du bist ganz schön stark. Also wenn die Arena wirklich so ein niedriges Level ist, wie diese Dame mir hier erzählt. Das sieht cool aus hier unten. Dann werde ich mich jetzt hier durchkämpfen. Und ich will dich haben. Mein Pokémon trainiere ich gemeinsam mit Vasili. Glaubt bloß nicht, dass ich gleich zu lang bin. Naja, solange meine große Rase bei mir ist, sollte das leicht sein. Shinetaria mit 1 Dummy! Das könnte problematisch werden. Vor allem, wenn Dummy schneller ist als Mira. Ja, nach Level habe ich Vorteil, aber vorsichtig sein, das ist trotzdem. Giga Sauger! Entschuldigung, Kamera. Und jetzt. Oh, jetzt wäre das richtig, das ist lustig. 2000 Erfahrungspunkte und das geht hier dahin. Nein, ich habe kein Pokémon Ami gemacht. Zumindest nicht mit den Pokémon, die hier da sind.
Was? Ich habe nie Pokémon mitgemacht, das hat jemand anders für mich gemacht, nur so den Ball, kein Fun-Effekt. Aquarelle für dich, Misty? Nein, du hast schon Surfer. Surfer ist zurzeit die beste Attacke, die du kannst. Sample Level 20! Das geht dahin! Passt auf, next part sind die schon Level 50. Wenn es so weitergeht, auf jeden Fall. Wuhu! Yay! Das war vielleicht eine Pleite! Dann werden wir auch bald schon die nächste Weiterentwicklung sehen hier. Ja. Diligenz mit der Vasilikamp. Das war es, was mich dazu inspiriert, das Fest in Tränen zu werden. Dum dum. Dum bam bam badam, dum. Lady Natasha mit zwei Pokémon. Ein Perlu fängt mal an. Perlu ist ein cooles Pokémon. Vom Typ Wasser. Gute physische Verteidigung. Spezial geht so. Gigasauger. Und dann habe ich keine AP mehr auf Gigasauger. Das heißt, ich werde zum allerersten Mal ein Äther verbraten, wenn ich überhaupt eins habe. Ich glaube, ich habe sogar eins, ja. Im Notfall habe ich noch Bären. Im Notfall. Und Mann, gibt das wenig Erfahrungspunkte. Was? Psi-Welle? Das war doch diese Wendem-Attacke, oder? Ja. Die Attacke, die mein, sehr alt vermisstes Monozyte konnte. Das war ein richtig cooles Pokémon von Anfang. Oh ja, ich vermisse es. James erlernt Giftblick. Ja, das ist eine interessante Normalattacke. Ja, normal. Dass das gegnerische Pokémon paralysiert. Ich raus mal statt Felsgrab rein. Ich dachte immer früher, das wäre eine Giftattacke, weil es heißt ja Giftblick. Ah nein, es ist eine Normalattacke. Oh, ein Corazon. Cool. Corazon, Corazon. Gestand, Wasser. Tschüss mit dir. Tut mir leid, Corazon, du bist cool, aber... Dir fehlt das gewisse Etwas. Ist kein Spiegelcape. Okay, ja. Aber es muss erst noch mal eine Pflanzenattacke standhalten. Mit einer Vielversprechen zur Pflanze. Armes Corazon. Ladevorgang für Raxus. Statt Tekken mal rein, ja. Und ja, auch wenn du einen Spezialangriff Minus hast, ich bringe dir Spezialattacken bei. Du kennst mich mehr Leckens als ich. Ja, das wirst du bald die erste Wertung sein. Ja, jetzt schon. Ampharos. Was? Nein, noch nicht. Noch nicht. Da kommt noch was dazwischen. Fast. Fast. Voltilam. Zu. Woo! Diesen schönen Vati. Mit blauen Kugel da hinten. Die schaut cool aus. Ein Vati. Ich sage ein cooles Pokémon, jetzt brauche ich langsam AP auf meine Roserade. Lass mal sehen. Ja, in Onagobären habe ich mehr als genug. Gigasauger rein, Blättersturm rein und somit sind die AP wieder voll. Die Trainer hier unten sind eigentlich kein Problem. Wenn der Vasili auch so Level ist, so Level 45 hin, dann wird es... Das wird ein Solo-Run. Die Pokémon in der Höhenregion mit dem höchsten Niveau. Das ist die Arena von Xenoroville. Hier! Also wenn der Vasili, wenn er ein Gyarados hat, wird es sehr interessant. Und wenn es auch noch physische Attacken hat, dann geht erst richtig die Party los. Denn Smires physische Verteidigung ist auch auf diesem Level gering. Selbst wenn das Gyarados Level 45 und wäre, ich muss aufpassen. Ich rechne zwar nicht mit einem Gyarados, aber mal sehen. Mal sehen. Level 48 für Smire! Irgendwie hat das Gefühl, das ist schon Poké-Liga-Niveau. Irgendwie. So, Tempel auch schon Level 22. Und er lernt Käferbiss. Anstatt Walzer. Obwohl, Walzer ist eine coole Attacke. Obwohl, es dauert sehr lange. Wenn man darüber nachdenkt, aber Tempel wird ja immer schneller durch die Initiative Boost. Es ist eine putzige Attacke. Interessant. Ja, ich tue es mal statt Walzer, obwohl man, wie stark ist Käfer bis nochmal? 60. Das ist schwer. Ich tue es mal statt, Verfolgung rein. Falls ich Verfolgung brauche, nehme ich eine Herzschuppe später. Aber ich glaube eher nicht. Weil später kommt eine bessere Käferattacke ins Spiel. Raxus Level 16! 17! Ich kriegst aber auf hohem Niveau. Danke für diese Erkenntnis. Und hey, noch eine Entwicklung. Semper entwickelt sich weiter.
zu einem sehr interessanten Käfer-Pokémon, Käfer-Gift. Rollum, glaube ich, hieß es, ne? Rollum. Ja, das Level geht relativ fix gerade. Bum, bum. Eisenabwehr, nein, brauchst du nicht. Du bist denn schon offensives Pokémon, ja. Defensiv geht zwar auch, ja, kein Problem. Aber bei so vielen Schwächen lebe nicht. In einem über das Eis zu gleiten, ein Trainer, der das beherrscht, ist elegant und nicht zu überbieten. Achso, ein Trainer, der das beherrscht. Ich verstehe. So, Schönheit Daniela mit einem Enteron. Enteron! Enteron! Sollte auch kein Problem sein, es mehrere. Du bist ja die Nummer 1 gerade. Und auch das beste Pokémon, was ich habe. Komm, Giga Sauga! Dieses rosa Rad ist einfach zu stark. Raxus, gib mir bitte nie wieder eine rosa Rade, ja, wenn ich sowas mache. Nie wieder! Ist einfach zu stark! Altersperre, weg damit! Oder generell Pflanzen-Pokémon, weil Pflanzen-Pokémon kann ich gut umgehen mit. Mit den meisten zumindest. Nur so ein kleiner Tipp für irgendjemanden, der meint, ich soll eine weitere Regel machen. Gib mir bloß kein Pflanzen-Pokémon! Blättersturm! Ja, ich glaube, das Weiler ist tot. Ich glaube es. So, EP-Teiler, Mondstein erreicht auch Level 18. Was für ein komischer Name. Misty 21, Semper 23. Ja, bis 30 könnte gehen. Und dann kann ich sehr gut trainieren, ohne mein Rosarade. Was war das? Ich weiß nicht, das war eine bisschen Überstärke vielleicht. So, bist du auch noch Trainer? Natürlich. Ich werde den feinen Verdächtigen vorführen, die mir erinnert, was sie beigebracht hat. Der Arena-Leiter bringt Leuten was bei. Warum nicht? Görde Frieda mit einem Karpalores! Oh, Karpalores ist auch ein interessantes Pokémon. Typ Wasserpflanze, schon immer und ewig. So, Gigasauger könnte es aushalten. Schlafpuder bringt nichts. Außer einfach mal Gigasauger raufknallen. Juhu! Abzi! Und es war gerade mehr als wie die Hälfte. Und er macht Megasauger, das geviertelt wird. Hab mir gerade mal 3 KP abgezogen. Moment. Das heißt, 12 KP Schaden hätte das gemacht? Wow, schwach. Also ohne die Viertel-Effektivität. Das wäre wirklich schwach gewesen. Wow. Und ja, Smira geht schon Level 50 entgegen. Ich muss da aufpassen, dass ich da nicht überlevele. Denn ich glaube, die Pokémon-Liga, das Niveau, ist Richtung Level 50. Also in die Richtung. So, Raxus auch Level 20. Bodycheck. Nein, brauchst du nicht, weg damit, brauchst du nicht. Eine gefährliche Attacke. Verzeih mir, Vasili! Tja, die Arena ist bis jetzt kein Problem. Also wenn ihr schwer haben wollt hier, geht hier ohne Elektro-Pokémon und ohne Pflanzen-Pokémon rein. Dann reden wir darüber, Leute, ja? Am besten mit einem Boden- oder Gesteins-Pokémon. Dann ist interessant. So, okay, wie funktioniert das hier? Ich kann nicht weiter links, okay. Jetzt gehe ich von Stick runter und steuere mit dem Steuerkreuz. Okay, lass sehen. Zack, 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 zack. Zack, 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 bam, bim, bam, bum, zack, ding, dang, falsch. Das war falsch, ja. Ah! Das war falsch. Kann schon mal passieren. Okay, nochmal. Wo fange ich an? Ich kann nicht weiter links gehen hier, ne? Nope. Okay, ich fange mal in der Mitte an. Dann hoch, runter, rechts. Ah ja, so ist richtig. Das war Nummer 1. Dann erscheint eine Stiege. Okay. Wieder mit der anfangen. Ich glaube, ich habe falsch begonnen. Mal sehen. Nein! Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte hochgehen. Und habe dann so schnell gedrückt. Das ist fies. Wie komme ich da jetzt vorbei? Achso, okay, das steht. Puh, Glück gehabt. Okay, fange ich mal rechts an. Dann so. Ja. Mhm.
Zack, zack, zack. Ganz langsam, Leute. Wir haben keinen Stress hier. Ja, das geht vielleicht sogar noch. Und fertig. Haha. Was? Das zählt nicht? Ich hoffe, die Stiege ist nachher noch immer da. Das wäre ein bisschen interessant. Man kann sich Fehler erlauben, oder was? Ist die Stiege jetzt... Nein, okay, es ist falsch. Dachte ich mir schon. Dann wollen wir mal so machen. Nicht zu lange nachdenken. Das ist es, glaube ich. Halt, stopp! Ja. Nochmal gerettet. So, nächstes Stockwerk. Oh, und hier sind sogar zwei Trainer. Also es gibt hier sehr viele Trainer in dieser Arena. Ist eine coole Sache. Zumindest gehe ich davon aus, dass es Trainer sind. So, hier alles ausfüllen. So, das hier auch und dann hier in der Ecke noch und dann runter. Immer wenn ich Vasili vor hier aus zusehe, vergeht die Zeit wie im Flug. Ja, das Problem habe ich auch. Immer wenn ich aufnehme, vergeht die Zeit wie im Flug. Ich meine, hin und wieder meine ich, habe erst 5 Minuten und wir schauen wie Viertelstunde. Ein Azumarill. Physischer Angriff unter Umständen. Kann auch spezial sein. Im Spiel weiß man das nie. Im Online-Campen weiß man, da ist es nur physisch. Leider. Ja klar, wegen seiner Fähigkeit. Kraftkoloss. Verdoppelt den physischen Angriff. Einfach mal so. So, aus mir Level 49. Huhu. Ich werde das Meere dann zurückstellen, also in die Box hinein und damit den EP-Teiler weiterleveln und eben aussetzen. Brauchst du nicht, danke. Ist zwar eine interessante Attacke, aber ich habe mal ein Pokémon-Aussetzer gehabt, Online-Kampf. Das gegnerische Pokémon war geschart und ich habe Aussetzer gemacht. Den Rest könnt ihr euch denken, es konnte nur noch Verzweifler einsetzen. Weiters mies. Seitdem habe ich es nicht mehr gemacht. Okay, rüber und dich jetzt auch besiegen und dann hin und her gehen. Du hast es bisher geschafft, aber zu Vasili wirst du nicht vordringen können. Ich werde dich nämlich besiegen. Das will ich nicht hoffen. Ich habe erst... Mein restlicher Pokémon sind erst Level 20 herum, ja? Level 20! Ein Libiskus sollte kein Problem sein. Libiskus, Level 39. Also ich habe jetzt wirklich gerechnet, die Trainer hier sind zu Level 45 herum. Wie damals in der Psycho-Arena, aber anscheinend doch nicht. Ah, naja. Kann ich nicht riechen. So, Seemon. Oh, Seemon. Ich hoffe, der Vasil hat kein Seetracking, sonst wird es... Obwohl, ich habe eine Fehlerattacke. Das könnte gehen, ja. Tschüss, Seemon. War schön. Und Mire fast schon Level 50. Ja. Was, musst du denn Steinhagel? Brauchst du nicht. Denn Lunastein ist ein physischer, nein, spezieller Angreifer. Physisch geht auch, aber ist nicht so gut. Du bist der Stark, da habe ich mich von deinen Niedlingen aussehen enttäuscht lassen. Niedlich? Nicht so niedlich? Naja, Geschmackssache. Okay, dann... Zack, 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 stopp. Zack, zack, stopp. Zack, zack, zack. Ist gar nicht so schwer. Zack, fertig. So, hier ist Vasili, Leute. Ich habe nur mein rosa Rade, das auf Level 49 ist. Etwas zu hoch. Ja, wie gesagt, ich werde es zurückstecken. Und dann das restliche Team auf Level 46 ziehen und rosa Rade dann wieder Zit nehmen. Und ohne EP-Teller weiterleveln. Und das Richtung Pokémon-Liga. So, Vasili, ich habe nur dich als Gegner jetzt. Vor dir steht du. Wenn du weg bist, ist die Pokémon-Liga da. Auf das freue ich mich schon. Erlaub mir, dass ich mir dir erneut vorstelle. Yeah. Ich also Vasili, ich bin der Rennleiter von Xenerovilla. Irgendetwas in deiner Ausstrahlung ist anders als zuvor, aber ich kann dir erklären, was. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich frage mich, was sich in der Urzeithöhle ereignet hat und welche Rolle du dabei gespielt hast. Vielleicht wird mir unser bevorstehender Kampf etwas mehr Aufschluss darüber geben. Also dann, zeig mir, wozu du und dein Team fähig seid. Im Gegenzug wirst du Augenzeuge der einmaligen Wasserillusion von mir. Und mein Pokémon gegen Vasili. Wasser. Arena.
Arena Tower Ziel und fängt an mit einem Liebeskuss. Auf Level bin ich jetzt gespannt. Seine Vorgänger waren nicht gerade sehr rosig. Wortspiel. Level 44? Ich habe mit 45 ehrlich gerechnet. Naja, Gigasauger. Libiskus hält kaum was aus, ist nur schnell, aber ich bin schneller. Da. Sollte kein Problem sein, diese Arena. Also wenn ihr wirklich hier Probleme haben wollt, wirklich wollt, teure, nein, dann nehmt ihr ein Boden-Pokémon oder am besten ein Gesteins-Boden-Pokémon, ohne Robustheit natürlich. Und natürlich nicht überlevelt, so wie ich es hier bin. Ein Milotic! Oh, das hat eine gute Spezialverteidigung. Eine sehr gute sogar. Das könnte es sogar eventuell aushalten. Ja. Yep. Und hier kommt ein Eisstrahl. Ah! Aber mein Smire wird das überleben. Ich hätte jetzt gelacht, wenn ich eingefroren wäre. Dann würde es sehr, sehr lustig werden. Aber mir gehen leider auch die AP aus vom Gigasauger. Bitte Crit! Yes! Ein Volltreffer! Und wieder voll heilen! Yay! Yeah. Ja, Milotic und Spezialverteidigung ist wirklich sehr, sehr gut. Wenn man das noch dann drauf dran trainiert, speziell könnt ihr es vergessen. Selbst mit Pflanzenattacken. Außer mit Strauchlader, also wieder eine andere Sache. So, es wird gelevelt ohne Ende wieder mal. Yay! Gefällt mir. Und jetzt kommt ein Welser! Sein drittletztes Pokémon und mir geht der Gigasauger aus. Weißt du was, ich mach mal Zauberschein auf dich. Auch wenn du ein physisches Angreifer bist, ich mach einfach mal so. Bam! Er macht Lebensula. Du bist ein Boden-Pokémon, ja? Du bist ein Boden-Pokémon. Da bringt Lebensula nicht viel, weil das verringert die Angriffskraft von physischen Attacken. Oh nein! Nicht von physischen, sondern von Elektroattacken. Du kannst Zehnkopfstoß. Weg mit dir! Weg mit dir, Welser! Will ich nicht mehr sehen. Ja, dass ich überlevelt bin, entschuldige ich, aber was sollte ich machen? Okay, außer vielleicht nachleveln. Das dauert halt auch. Seeyong! Ein Seeyong! Ich bin schon auf sein letztes Pokémon gespannt. Gigasauger! Mein letzter AP! Von Gigasauger war das gerade eben. Das heißt, ich habe keinen Gigasauger mehr. Tschüss, Seeyong. War schön. Aber er hat 5 Pokémon. Das ist einiges. Zemper erreicht Level 27. James erreicht Level 22. Raxus Level 24. Und jetzt kommt Golking! Selbst wenn es Hornbohrer könnte, was es theoretisch kann, es bringt nichts. Ich bin nämlich ein paar Level vor ihm. So, Blättersturm als letzter Attacke! Yay! Kein Problem. Und dafür fast Level 51. Ich werde jetzt Roserade eine lange, lange Zeit nicht mehr leveln. Ich glaube bis zur Pokémon-Liga mindestens. Beeindruckend! 5000 Pokédollar. Einfach mal so. Das war wirklich nicht schwer. Und ey, es geht ein Entwicklung. Stimmt. Arbok kommt. Is incoming. Yay! Auch ein interessantes Pokémon. Habe ich auch noch nie benutzt. Dum, dum, bam, bam, bam. Ich muss mal die Kamera kurz entdecken. Ja, so. So, ein Arbok. Ein interessantes Pokémon. Und sie lernt Knirscher natürlich, ja, damit statt Biss kannst du es gut gebrauchen. Da es ein Gift-Pokémon ist, hat es eine Psychoschwäche, aber mit Knirscher kann man das eventuell ausgleichen. Noch eine Entwicklung? Nein, schade. Du hast mir auf eindrucksvolle Weise vor Augen geführt, was für ein hervorragender Pokémon-Trainer du bist. Ich bin froh, dass ich dich Bekanntschaft mit dir und deinem Pokémon-Team machen durfte. Ha, du hast nur Bekanntschaft mit einem einzigen Pokémon gehabt, mein lieber Freund. Du bist ein würdiger Träger des Schauerordens. Wie die Regenschauer. Hier, bitte nimm an dich. Mit dem Schauerorden gehören dir alle Pokémon. Alle. Und wow, das sieht cool aus. Ich habe ihn durchsichtig erwartet. Er ist mehr bunt. Ach, und nimm auch dieses Andenken an unseren Kampf. Hier, bitte sehr. VM05 Kaskade. Bei der VM Kaskade donnert der Anwender mit der Wucht eines Wassers in seinen Gegner. Sie ist also sehr mächtig, war auch elegant. Denn manchmal lässt sich das Ziel also noch zurückschrecken.
Nun, da dir der Schauorden verliehen wurde, kannst du mit Kaskade außerdem auch tausende Wasserfälle erklimmen. Und jetzt gab es sich vor dir der Weg. Du selbst musst entscheiden, welche Richtung du einschlägst. Du könntest zum Beispiel dein Glück in der Pokémon-Liga versuchen. Das mache ich erst, wenn ich nachgelevelt habe, und das wird eine ganz schön lange Zeit dauern. Wenn du alle Orden der Höhenregion gesammelt hast, wird dich dein Weg früher oder später dorthin führen. Wenn dies dein Wunsch ist, nimm Kurs auf die Insel Drachpolis am östlichen Rand der Höhenregion. Oder du versuchst, so viele Pokémon wie möglich zu begegnen und dein Pokédex zu vervollständigen. Das brauche ich nicht, ich habe alles, was ich brauche in der Pokébank. Gerüchte zufolge hat Professor Birk aus Wurzelheim ein Update für den Pokédex vorbereitet. Wenn du den Besuch abstattest, gewinnt deine Suche nach neuen Pokémon sicher neue Dimensionen. Egal, welchen Weg du auch einschlägst, ich hoffe von ganzem Herzen, dass es dich in eine strahlende Zukunft führen wird. Ah, das heißt, ich kann jetzt einen internationalen Text erhalten, oder was? Text. Pokédex. Das mache ich mal kurzerhalber. Da ich ja mit Latios, ja überall hinfliegen kann, mache ich das mal schnell. Dann habe ich den internationalen Pokédex. Den internationalen. Und dann mache ich mich auch mal schnell auf nach Drachpolis City, denn ich will dorthin fliegen können. Auch mit Mega Latios. Das kann ich noch nicht, wir waren nicht richtig dort. Also Drachpolis City ist hier hinten. Moment, nein, falsch. Hier. Die Richtung. Da kann ich noch nicht hin, weil ich noch nicht richtig dort war. Aber zuerst zurück nach Wurzelheim. Und den Pokédex zurückholen. Was? Falsch. Upgraden. Das war das richtige Wort. Wurzelheim, das war... Nein, weiter. Hier. Aber das Fliegen mit Latios, das macht richtig Spaß. Oder was, Latios? Ich weiß es nicht. Ich verwechsel sie zwar immer. Immer. Auch wenn sie nicht in ihrer Mega-Form sind. So, wir kommen zurück in Wurzelheim. So lange her, dass ich hier war. Ich hol mir den internationalen Pokédex. Den will ich haben, bitte sehr. Hallo, du scheinst immer wach zu sein, was? Mike hat mir bereits von deinen Heldendaten berichtet. Es gibt da was, was ich unbedingt sagen wollte. Die Sache ist die. Seit du diese Angelegenheit in Xenoryl geregelt hast, sind in Höhlen Pokémon aufgetaucht, die ich hier vorher noch nie gesehen habe. Verrückterweise sind das genau die Pokémon, die seit vielen Jahren und Jahren Gegenstand meiner Forschung sind. Sie gehören Arten an, denen angenommen wird, dass sie vor Jahrtausenden hier in Höhlen gelebt haben. Es handelt sich somit von lauter Pokémon, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Nach all den Jahren kann ich sie jetzt endlich behaupten und in die Lupe nehmen. Ich könnte Platz vor Glück. Ich habe so schnell, ich konnte ein Update für den Pokédex zusammengeschustert. Gib mir doch mal einen Pokédex. Jeder nationale Pokédex wurde hinzugefügt. Jetzt kannst du über das Pokédex-Menü auch auf nationale Pokédex zugreifen. Mach's gut, dir auch, ja? Manche sagen, dass Höhlen seit dem Vorfall in Xenoryl zu einem besseren Lebensraum für Pokémon geworden ist. Das heißt allerdings nicht, dass es auch für Menschen ein schöner Ort zu leben geworden ist. Das Gleich zwischen Menschen, Pokémon und der Natur hat sich verstoben. Ich möchte, dass du diese neuen Höhlen erkundest. Vielleicht findest du ja beim Verschuldigen des nationalen Decks deine ganze eigene Antwort auf die Frage. Okay. Gut, na, und jetzt schnell auf nach Drachpolis City, was eigentlich keine Stadt ist, sondern nur ein Pokémon Center, soweit ich weiß. So, am schnellsten geht das von Xenoryl aus. Der Part ist schon wieder ein bisschen überlange, aber egal. Whoops! Schnell den Weg entwickeln, schnell nach Drachpolis City und dann heißt es trainieren, trainieren und trainieren. Währenddessen werde ich mein Roserade auf die Box legen, denn es ist leicht überlevelt. Ich glaube, es ist wirklich schon Pokéliga-Niveau vom Level her. Locker, locker. So, hier kann ich noch nicht nach Drachpolis City, das heißt, ich muss auf einer Route landen. Moment. Achso, es geht nicht? Na dann nach Xenoryl, das ist am kürzesten. Also stimmt, ich muss ein Pokémon Kaskade beibringen. Stimmt, das kann ich ja nicht sehen. Stimmt. Dann mache ich das mal schnell. Box auf. Und Kaskade. Müsste ganz unten sein. Ja, hier ist es. Es kann nur Anton, leider. Egal, das Anton ist sowieso ein physisches. Weil es einfach mal so Spezialangriff Minus hat. Also stattdessen... Puh, das tut er fast schon weh. Gedankengut raus fürs Erste. Und sobald ich bei der Pokémon-Liga angekommen bin, also im Häuschen, werde ich die VM-Attacken ja lösen. Und dann werde ich wieder alte Attacken beibringen. Durch Herzschuppen ist das ja möglich. Und der Attacken-Verlerner, der war irgendwo in Graphitport City oder war das in Seegrasop City? Ach, ich werde ihn schon wieder finden, kein Problem. Steht sowieso auf der Karte, wenn man Fliegen einsetzt.
oder auf die Karte selbst. So, jetzt schnell dorthin. Der Fall ist ja schon über lange. Ich will nur nach Prachtpolisette, damit ich dorthin fliegen kann. Falls ich es nötig habe. So, aufgetaucht wieder. Und jetzt schnell! Da, 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 da. Währenddessen chill ich mal bei dieser Musik. Die ist einfach nur geil. Ach Mann. Ich dachte jetzt wirklich, es kommt kein Pokémon. Aber nein. Du störst die Musik, Philippa. Geh weg. Du störst die Musik, die geil ist. Du hast hier nichts zu suchen. Tschüss, Philippa. Oh, die Pokémon werden hier sogar Level 25. Das heißt, es wäre hier sogar sehr gut zu leveln für meine anderen Pokémon, die ja in dieser Richtung schon sind. Also vom Level her. Die Trainer ignoriere ich auch mal ganz gekonnt. Weiß nicht, ob es welche hier gibt. Ja, gibt es. Ein paar habe ich ja schon besiegt. Aber noch nicht alle. So, wir kommen in Prachtpolisette. Zwar noch nicht ganz, aber gleich. Einfach den Wasserfall hier hoch. Kaskade! Yay! Enton! Machine! Wuhu! Da wären wir! Das hier ist Prachtpolisette, Leute. Genau, das hier. Einfach ein Pokémon Center. Gibt's hier Items? Ja, gibt es. So viel Zeit muss sein, Leute. Na, wo denn? Hier irgendwo in der Ecke. Ah, hier. Ein Beleber. Danke sehr. Sonst noch was? Sieht nicht danach aus. Okay, auf ins Pokémon Center und sagen, bis zum nächsten Part, Leute. Es wird nachgelevelt ohne Ende. Das wird lange dauern. Bis dann, Leute, und ciao. Heile, heile, heile. Pokémon heile.